Hallo zusammen, ich ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute wollen wir uns den zweiten Shami-Spec anschauen, und zwar den Elementarschaman. Ele ist jetzt, wie gesagt, der zweite Spec. Ich hatte euch ja schon einmal den Enhancer-Schaman gezeigt. Hier haben wir auch jetzt wieder selbe Vorgehensweise. Wir werden uns einmal die Talente anschauen, dann das Gear bzw. Verzauberung und Sockel, die wir eventuell aufs Gear basteln können. Dann werden wir uns noch so ein bisschen die Consumables anschauen und als letztes gucken wir uns den Fight an sich an. Da gebe ich euch noch den einen oder anderen Tipp bzw. erkläre euch die Fähigkeiten, die relevant sind. Gut, fangen wir an mit den Talenten. Ich habe hier einmal gewählt Echo der Elementare, dann Nachbeben, das Erdschild, heißt wir benutzen hier kein Blitzschild, sondern tatsächlich das Erdschild, um uns noch ein bisschen passiv zu heilen. Dann Meister der Elemente, dann habe ich Wächter der Natur, dann haben wir Eisfuror und ich habe einmal den Sturmhüter mitgenommen. Soweit zu den Talenten, dann zum Gear, wie bei den meisten anderen Chars, die ich quasi hier Mage Tower gespielt habe, habe ich mir ein hergestelltes Gear gebaut und das heißt tatsächlich auch so. Das kann nämlich einmal ein Lederer basteln und zwar müsst ihr da Lederer Mist of Pandaria sein, das ist ein altes Anführungszeichen PvP-Gear und dieses könnt ihr dann mit bestimmten Tokens, Handwerksmale sind es, auf bestimmte Item-Level anpassen. Optimalerweise passt ihr euer Gear auf Stufe 48 an. Das kann dann der Lederer dementsprechend auch so herstellen. Heißt, er stellt das Item her und kann dann nebenbei dieses Handwerkstoken reinbasten, was er auch selber herstellen kann und kann dann das Item-Level variieren. Ihr könnt das Zeug auch, wenn ihr kein Lederer habt, immer Haar kaufen. Ihr müsst es aber nicht haben, ihr könnt auch theoretisch mit einem normalen Gear spielen. Ihr tut euch dann halt ein bisschen einfacher, weil ihr mehr Stats habt. Warum haben wir mehr Stats? Und zwar, unser Gear wird runterskaliert auf Stufe 50. Also mehr als 50er Item-Level kann man da drin nicht haben. Auch das Charakterlevel wird auch ebenfalls runterskaliert. Wenn ihr dann Items habt, die Sockel haben und noch zusätzliche Verzauberung, habt ihr einfach mehr Stats in der ganzen Geschichte und es wird ein Ticken einfacher. Da wir maximal Item-Level 50 haben können, macht es halt Sinn, dass wir uns Items holen, die genau 50 sind oder ein Ticken drunter sind, denn diese alten Items können wir noch zusätzlich verzaubern. Ihr könnt nämlich auf alle Items bis Stufe 50 alle alten Verzauberungen draufhauen. Heißt, ich kann jetzt hier jedes Item verzaubern. Wenn ich höhere Item-Sachen habe, dann kann ich nur die neuen Verzauberungen draufhauen und das sind nur eine Handvoll. Das ist einfach so ein bisschen der Hintergrund. Zusätzlich hat dieses hergestellte Gear noch den Vorteil, dass wir hier verschiedene Sockel-Slots drauf haben und dementsprechend kriegen wir noch ein bisschen mehr Stats. Heißt, ich habe mir jetzt hier an jedem Slot, wo es geht, ein hergestelltes Gear geholt und jetzt können wir mal durchgucken. Ich habe mir einmal hier epische Sockel draufgehauen, die skalieren nämlich am besten mit Int. Es gibt da noch größere mit 4 Int, die waren mir aber ein bisschen zu teuer und dementsprechend habe ich die mit 3 genommen. Ihr könnt aber auch die mit 4 Int nehmen, die haben dann halt nochmal ein Stat mehr. Zu den Verzauberungen habe ich hier einmal 5 Zaubermacht auf die Handschuhe drauf verzaubert. Dann auf dem Gürtel könnt ihr mit der Gürtelschnalle noch einen extra Sockel drauf machen. Dann auf die Hose habe ich eine Verzauberung mit 3 Intelligenz und 2 Versa drauf verzaubert. Das kann, glaube ich, der Schneider herstellen. Dann haben wir einmal auf den Schuhen habe ich 4 Versa drauf verzaubert. Die Ringe habe ich die Shadowlands-Verzauberung genommen, und zwar auch Versa. Ich habe mir sagen lassen, Versa soll für den Ele-Shami ganz gut sein. Dann habe ich hier in den Ringen, die ich auch übrigens, das sind beides Shadowlands-Ringe, die kann den Juwel craften. Da hat man den Vorteil, dass man sich die Stats A nochmal aussuchen kann. Die haben auch nochmal einen Sockel und hier könnt ihr dann auch andere Sockel reinsetzen. Und zwar, ich habe in dem ersten Ring Säbler Auge der Intelligenz, den könnt ihr nur einmal im kompletten Gear reinbasteln. Und auf dem zweiten Slot habe ich einmal ein Krakenaugen der Intelligenz, das könnt ihr auch nur einmal im Gear reinbasteln. Die haben halt ein bisschen mehr Instead als die normalen Sockel. Da gibt es noch einen, der hat noch, glaube ich, 8 Int, aber der war im Auktionshaus ewig teuer hier, deswegen habe ich mir den nicht geholt. Dann zu den Trinkets. Ich habe mir einmal die verehrte Samenkapsel geholt. Die empfehle ich ja bei fast jeder Challenge. Die gibt es einmal aus dem Raid das Markgrüne Albtraum, und zwar vom ersten Boss Nitendra. Ja, die könnt ihr euch mitnehmen. Was macht die? Legt einfach eine Fläche auf den Boden, die macht relativ gut Schaden und ihr kriegt ein bisschen Lifesteal, ihr heilt euch noch. Also, sobald ihr irgendeinen AE-Counter im Mage Tower habt, macht es Sinn und hier drin, wir kämpfen gegen die Wichtelmutter Agatha, sind ein Haufen Wichtel da, ist das eine starke Sache. Vor allem, sie hat eine Minute Cooldown und genau der Wichtelspawn ist auch eine Minute, wo 3, 4 Wichtel kommen, da könnt ihr die schön mit weckerehen. Zusätzlich habe ich dann noch das Iska-Trinket mir geholt aus der Höllenfeuer-Zitadelle, und zwar von Schattenfürst Iska. Das ist ein Boss, der ein bisschen weiter hinten drin ist, droppt im NHC, HC und Mythic
Und auch dieses Trinket ist relativ gut, da es sehr viel Schaden verursacht. Wir können jetzt mal gucken, beim letzten Kampf, da wo ich ihn auch gekillt habe, was die Trinkets an Damage gemacht haben. Und zwar, Dunkellichtstrahl ist quasi das Iskar-Trinket, das hat alleine 9% von meinem Schaden gemacht. Und der befallene Boden hat nochmal 7% gemacht. Zusammen sind es etwa 18% meines kompletten Schadens, haben nur diese beiden Trinkets verursacht. Das ist schon relativ stark, würde ich mal behaupten. Also das lohnt sich, diese zu holen. Dann habe ich mir zwei Erbstücke hier geholt. Da ist es vollkommen egal, was ihr für Waffen habt. Ich habe einmal auf die Waffe hier himmlische Führung drauf verzaubert. Es gäbe auch noch eine Schildhandverzauberung, aber da ich nur ein Erbstück hatte und das dann über 50er Item-Level ist, konnte ich das jetzt nicht verzaubern. Könnt euch ein loweres Schild holen und das dementsprechend nochmal zusätzlich verzaubern. Dann bei den Handgelenken habe ich hier gegambelt. Es gibt kein hergestellte Handgelenk, die einen Sockel dazu hat. Und zwar gibt es hier einen Händler. Da kann man sich dementsprechend gegen Nethersplitter, wenn ihr da noch ein paar rumliegen habt, oder ihr macht halt die Legionsinvasion, Items kaufen. Und da habe ich ein paar Items gekauft, bis ich halt eins gekriegt habe, was einen Sockel hat. Hat den Vorteil, das ist auch glücklicherweise Stufe 50 und man kann die alten VZs drauf machen. Wobei, bei Int gibt es, glaube ich, auch eine neue VZ. Genau, das sind die 15 Intelligenz, die ich hier drauf verzaubert habe. Dementsprechend könnt ihr euch auch ein Item nehmen, ein aktuelles, da die Int-Verzauberung drauf machen. Und vielleicht habt ihr ja noch eins rumliegen, was einen Sockel drauf hat. Bei der Brust habe ich 30 Werte drauf verzaubert, Rücken 20 Ausdauer plus 30 Lebensdiebstahl. Da wollte ich hier auch gamble, da habe ich aber leider keinen Sockel gekriegt und dann sind mir die Steinchen hier ausgegangen. Auf den Schultern habe ich 5 Intelligenz und 2 Crit, das ist vom Inschriftenkunde eine VZ. Und dann auf dem Kopf gibt es keine Verzauberung. Es gäbe von irgendwelchen alten Fraktionen eine, aber mit dem Char habe ich hier keinen Ruf, deswegen habe ich sowas nicht angefangen. Und dementsprechend habe ich aber hier einen speziellen Sockel noch drin. Und zwar ist das einmal hier 3 Intelligenz und 3% mehr Crit. Ich habe auf dem Kopf einen 54er Item, schlichtweg weil das günstiger Maha war. Und hier muss das Item ja nicht 50 oder niedriger sein, weil ich ja eh keine Verzauberung dafür aus dem Auktionshaus kaufen kann. Gut, soweit ist das mit dem Gear. Wie gesagt, das ganze Zeug braucht ihr nicht unbedingt. Es hilft euch aber ein bisschen, um es euch einen Ticken einfacher zu machen. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 10-20% einfacher macht euch das Ganze, weil ihr einen Ticken mehr Stats habt. Ich habe vorher noch nie in Elish Army gespielt, deswegen bin auch nicht gut im Elish Army spielen, habe es aber mit ein bisschen rumprobieren schaffen können. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Consumables ein. Und zwar habe ich einmal eine Flask natürlich benutzt, und zwar großes Fläschchen der unendlichen Tiefen. Ihr könnt auch die Shadowlands Flask nehmen, die bringt euch aber vom Scaling im Mage Tower mehr. So ist es halt mit vielen Sachen. Dann habe ich gespielt mit dem Schattenkernöl. Ich musste lernen, auch wie beim Enhancer, man kann nicht Waffe, Feuerzunge und das Schattenkernöl drauf verzaubern. Beim Rogue mit Giften geht's, beim Shami geht's irgendwie nicht, ist komisch, aber naja, ist halt so. Ich habe das Schattenkernöl genommen und nicht diese Feuerverzauberung. Dann habe ich mit dem Erdschild gespielt und nicht mit dem Blitzschild. Das müsst ihr übrigens ständig neu casten, was sehr ätzend ist. Vielleicht solltet ihr euch das binden. Ich habe es im Kampf geklickt, war irgendwie nicht so eine gute Entscheidung, das vielleicht binden an der Stelle. Dann habe ich einmal mit dem Versa Food aus BFA gespielt, die süßen Silber-irgendwas-Würstchen. Dann habe ich mit einer Wandhausrune gespielt, dann mit einer Kriegsrolle der Intelligenz. Das ist eine Rolle, die einen Inschriftenkunde herstellen kann. Dann habe ich gespielt mit Trank der verlängerten Macht. Das ist ehrlich gesagt nur die zweitbeste Wahl bei den Tränken. Und zwar ist es so, dass es dann noch einen anderen Trank gibt. Also der Trank der verlängerten Macht bringt euch einfach eine Minute lang quasi einen Haufen Stats. Ja? Das ist eine schöne Sache. Es gibt aber noch die Möglichkeit, einen Trank zu nehmen, der direkt Schaden verursacht. Ich versuche gerade den rauszusuchen. Genau, Trank der ungezügelten Wut. Der ist wesentlich besser. Bei mir auf dem Server kostet der halt ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Wenn ihr den günstig kriegt, den Trank der ungezügelten Wut, dann setzt am besten den ein. Damit macht ihr tatsächlich am meisten Schaden. Trommeln brauchen wir uns nicht kaufen. Wir haben ja Kampfrausch mit dem Charmi oder Heldentum bei der Allianz. Also das könnt ihr euch dann sparen. Nichtsdestotrotz habe ich mir, als ich einen Hänzer gemacht habe, aus Gewohnheit die Trommeln gekauft. Die sind natürlich dann ein bisschen vergebens. Was dann noch Sinn macht, dass wir uns einmal hier den Heiltrank mitnehmen. Ich habe den asybischen Heiltrank genommen. Der skaliert ehrlich gesagt ganz gut hier im Mage Tower. Und auch besser als der aus Shadowlands. Also da so einen alten Heiltrank mitzunehmen, macht tatsächlich Sinn. Gut, soweit sind wir durch mit dem Vorgeplänkel. Ich würde sagen, wir gucken in den Fall an sich rein.
Wir kämpfen einmal gegen die Wichtelmutter Agatha und wie bei den meisten Fights ist es so, dass am Anfang erstmal ein bisschen Vorgeplänkel ist. Sie labert ein bisschen und am besten solltet ihr ein bisschen beim Dialog aufpassen. Wenn sie kurz vorm Ende vom Dialog ist, dann können wir am Anfang schon mal einen Pot ziehen. Und was Sinn macht, dass wir unsere Samenkapsel ziehen. Das Samenkapsel-Trinket, das binden wir uns am besten. Und zwar tut sie alle Minute kleine Pets oder kleine Wichtel rufen. Und am besten laufen wir ganz in sie rein. Die werden nämlich um ihr rum beschworen. Und dann können wir die gleich mit der Samenkapsel ein bisschen weckerehen. Das werdet ihr gleich sehen, sobald sie fertig gelabert hat. Schaue ich, dass ich den Pot quasi ziehe und dann die Samenkapsel. Dann sind die Viecher im Optimalfall hier in der Samenkapsel drin. Das sind jetzt drei schwelende Wichtel und die casten einfach so Feuercasts auf euch. Die sollten halt möglichst schnell sterben, die verursachen euch halt Schaden und die wollen wir einmal weghauen. Nach ein paar Sekunden kommen dann hinten Wichteldiener. Die laufen einfach zum Boss ran. Da können wir hier unser Slow-Totem draufhauen. Und sobald die den Boss erreichen, channeln die einen Cast auf den Boss. Was macht dieser Cast? Er heilt den Boss. Wir können verschiedene Sachen machen, wenn dann interrupten wir das. Wir können die mit unserem Wegknocken einmal zurückknocken. Ich muss jetzt blöderweise wieder gucken, wie der Spell heißt. Also ich meine das Gewitter, da können wir einmal quasi ein Knockback draufhauen. Oder wir haben unsere Stun-Totem, da können wir sie natürlich auch mit stunnen. Im Optimalfall slowen wir es schon mal ein bisschen, wenn sie ranlaufen und töten sie relativ schnell, dass sie den Boss einfach nicht umhauen. Ihr müsst ein bisschen gucken. Wir haben hier auch andere Sachen, die wir interrupten müssen. Nicht immer ist es sinnvoll, den Interrupt auf die drauf zu hauen. Wir haben nämlich später einen Schild. Das ist es nämlich, Dunkler Furor. Das müssen wir aufhauen und sobald wir es aufgehauen haben, müssen wir es interrupten. Wenn ihr vorher gerade die Ads interrupted habt, könnt ihr das Schild nicht, könnt ihr den Cast nicht interrupten und dann ist es ein bisschen bescheiden. Ja? Also da solltet ihr dann einen Ticken aufpassen. Wenn das Schild kurz bevorsteht, dann macht es vielleicht Sinn, dass ihr euch ein Addon, wie ich habe, hier DBM runterladet, um dementsprechend so ein bisschen die Timer zu sehen. Ja? Also da ein bisschen gucken, dass ihr die Ads vielleicht ohne Interrupt hinkriegt, dass ihr den Boss interrupten könnt. Beim Schild ist es quasi so, er hat ein Schild, das hat ein bisschen Absorb-Effekt drauf und sobald das Schild geknackt ist, könnt ihr den Boss interrupten. Den Channel, den der Boss wirkt, der verursacht einfach die ganze Zeit Schaden. Heißt, wenn der Boss länger durchchannelt, dann tötet er euch halt schlichtweg. Ne? Also da müsst ihr ein bisschen gucken. Das nächste, was wir haben, sind diese rauchenden Wichtel. Die spawnen einfach random hier, laufen zu euch ran. Wenn sie euch erreichen, dann fangen sie an, den Cast zu wirken. Wenn der Cast durchgeht, dann machen sie ja eh Schaden um sich rum. Ihr könnt es einfach outrangen, aber dann wird so eine Voidzone auf dem Boden geplaced. Diese Voidzone hat halt den Nachteil, dass wenn ihr reinlauft, Schaden kriegt und sie slowt euch. Und das Slowen ist das Ätzendere. Der Schaden ist nicht so schlimm. Das Problem ist, diese Voidzone geht im ganzen Fight nicht mehr weg. Wenn ihr hier zugevoidet habt, könnt ihr nicht mehr moven. Und später wird es ein bisschen ätzend mit dem Moven. Denn es kommen dann in der zweiten Phase, ab 50% portet sich der Boss einmal nach oben, hier blöderweise so Meteoren und den müsst ihr ausweichen. Jetzt haben wir gerade nochmal die Phase, wo er die ganzen kleinen Ads spawnt. Die kommt jede Minute und da können wir dann immer, wie ihr hier gerade seht, meine Voidzone reinlegen. Das Blöde ist, es kommen verschiedene Ads in dieser Phase. Es kommt einmal dieser kleine Wichtel, der zu euch hinläuft, ne, der blaue, der dann explodiert. Dann kommen diese Feuerwichtel, die wir ganz am Anfang schon gesehen haben. Die machen einfach quasi Damage. Und dann gibt es noch so lilane Wichtel, die schießen dann so, ja, so lilane Kugeln auf euch hin. Die könnt ihr theoretisch auch dodgen, die verursachen dann auch Schaden. Diese Ads wollen wir einfach möglichst schnell töten. Aus zweierlei Gründen. Grund Nummer 1 ist, die machen einen Haufen Schaden. Und Grund Nummer 2 ist, während diese ganzen kleinen Ads beschworen werden, also diese jede Minute, ist es so, dass der Boss komplett immun gegen Schaden ist. Ja? Und wir wollen natürlich die Immunität vom Boss aufheben, und indem wir die Ads möglichst schnell töten. Wenn wir zu lang brauchen, macht der Boss dann auch noch sein Schild und zieht seinen Channel durch. Dann könnt ihr das Schild aber nicht aufhauen, weil der Boss Damage immun ist und der Channel geht dann ewig durch und dann ist quasi fast ein Vibe. Also da wird es dann ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir hier gerade wieder die Phase, die ganzen kleinen Wichtel kommen. Was empfehlenswert ist, zudem, dass ihr eure Fläche hier hinlegt, macht es tatsächlich Sinn, dass wir auch noch einen Cooldown dafür aufheben und zwar den Sturmhüter. Damit macht ja unser Kettenblitzschlag einen Haufen mehr Damage. Das macht tatsächlich Sinn, dass wir den Cooldown aufheben, habe ich jetzt tatsächlich nicht immer gemacht, aber das erleichtert es euch so ein bisschen, weil ihr dann diese ganzen Ads einfach viel einfacher weglasern könnt. Ja? Also am besten sowohl die Voidzone als auch den Cooldown einmal aufbehalten, dann seid ihr mit den Ads schnell durch, weil das ist so der gefährlichste Part, weil das killt euch ziemlich schnell, beziehungsweise da wird es halt dann immer kritisch.
Der Boss portet sich dann, seht ihr, nach ein paar Sekunden, wenn er oben war, hier wieder nach unten. Dort habe ich dann tatsächlich Heldentum gezündet. Schlichtweg deswegen, weil ihr hier unten eigentlich am besten durchchanneln könnt. Während ihr oben steht, müsst ihr ständig ausweichen. Ihr lauft eigentlich nur hinterher mit den Ads. Und hier unten kann man eigentlich mal ein paar Sekunden ungestört durchchanneln und den Boss vom Leben gut runterhauen. Wenn es möglich ist und ihr euren zweiten Pot schon ready habt, dann zieht hier auch euren Pot. Das nicht vergessen. Bei mir war er jetzt blöderweise noch nicht ready. Hat ja mittlerweile 5 Minuten Abklingzeit. Da ein bisschen schauen. Ihr müsst auch ein bisschen gucken. Der Boss, je nachdem wie er sich hoch und runter portet, macht trotzdem seine anderen Fähigkeiten wieder weiter. Ne? Also die Ads kommen hier wieder gleichzeitig, die ganzen kleinen spawnen wieder. Wir legen wieder die Voltfläche rein und jetzt am besten wieder den Cooldown ziehen und dann können wir sie alle umhauen. Ihr habt jetzt auch gerade gesehen, dieses kleine Ad wollt gerade wieder explodieren bei mir. Da könnt ihr natürlich auch euer Knockback benutzen, um das einmal wegzukicken. Das unterbricht auch den Cast. Oder ihr könnt natürlich den Stun, euer Stun-Totem auch benutzen. Die Problematik daran ist, das Stun-Totem hat einen kleinen Delay. Das dauert ja 2-3 Sekunden und dann ist der Cast meistens schon durch. Also das Stun-Totem macht tatsächlich mehr Sinn für die zwei Heiler-Ads, die von hinten kommen. Beziehungsweise, wenn diese ganzen vielen kleinen kommen, dann könnt ihr die da auch ziehen. Alternativ könnt ihr natürlich auch das Erdelementar da ziehen. Ne? Das könnt ihr auch machen. Dann tankt es euch diese ganzen kleinen Mobs weg, um ein bisschen Schaden rauszunehmen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt vergessen und mein zweiter Pot war jetzt auch noch nicht ready, weil ich ihn relativ schnell runtergehauen habe. Was auch noch Sinn macht, das kann ich euch jetzt mal zeigen, was man auch noch ziehen kann, ist einmal, dass man immer schön das Totem der heilenden Flut zieht, um ein bisschen zusätzliche Heilung zu haben. Nebenbei natürlich immer das Erdschild versuchen wieder aufrechtzuerhalten. Beides habe ich jetzt nicht so optimal gemacht, aber das ist eine Sache, die so ein bisschen hilft. Und was ihr auch noch ziehen könnt, ist natürlich die Astralverschiebung, um ein bisschen weniger Damage zu kriegen. Am besten auch immer dann, wenn diese ganzen kleinen Ads da sind. Da kriegt ihr tatsächlich am meisten Schaden. Übrigens, ihr habt ja vorhin diese Meteoriten oder wie sie heißen hier, die runterfliegen, gesehen. Wenn ihr euch von dem treffen lasst, kriegt ihr extrem viel Schaden und ihr werdet auch noch gestunt. Also da solltet ihr auf keinen Fall reinkommen. Bei mir war es manchmal so, ich wollte noch einen Cast durchkriegen, bin dann eine Sekunde zu spät noch rüber gemoved. Das ist immer eine schlechte Idee. Lieber Cast abbrechen und nicht da reinkommen, als dementsprechend davon überrollt zu werden, weil das zieht euch 2/3 vom Leben ab, würde ich mal sagen. Minimum die Hälfte. Und dann noch gestunt, dann kommt ihr aus diesen Voids nicht raus, die ich jetzt auch noch nicht erwähnt hatte. Es gibt noch zwei Arten von Voids. Die lilanen und die grünen. Die lilanen, die hauen einfach nur ein bisschen Schaden raus, die grünen auch. Und da bleibt noch für eine kurze Zeit eine Void. Aber ihr seht, ich stehe relativ oft drin, hier als Caster jedes Mal einen Cast abzubrechen. Für die Voids lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Da haltet ihr euch passiv gut genug gegen. Wenn ich Ads töten muss oder gerade im Damage Burst bin, bin ich in allem stehen geblieben. Also die machen nicht so viel Schaden, dass ich sagen würde, man muss aus jeder rausdodgen. Da kann man die gut gegen tanken, die Teile. Sonst verliert man einfach zu viel Schaden, wenn man mal rausläuft. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Kampf, beziehungsweise mit dem Guide. Sonderlich schwierig ist er als Ele ehrlich gesagt nicht. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Ich glaube, ich habe jetzt 13, 14 Tries gebraucht von, ich weiß nicht, was das für Fähigkeiten sind, bis zu, ich habe den Boss quasi getötet. Das war's mit dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.